Herzlich willkommen zu Graf Brotulas Geisterstunde. Die Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, wird euch den Atem rauben und euer Haar schlohweiß werden lassen. Könntet ihr eurem Techniker bitte sagen, dass er nicht nach jedem Satz donnern und blitzen soll? Er macht mir meinen ganzen Auftritt kaputt. Ich hab schon mit Lugosi gedreht, dem großen Lugosi, dem berühmten Dracula-Darsteller. Sag ihm das. Nun, Zuschauer, es war vor nicht gar allzu langer Zeit, da machten sich drei Freunde auf, eine Nacht zu verbringen in einem Spukschloss. Warum nochmal müssen wir hier eine Nacht in einem baufälligen Schloss mitten im Nirgendwo verbringen? In der Zeitung steht es doch, Bernd, weil es eine Belohnung gibt, wenn man beweisen kann, dass es hier in diesem Schloss nicht spukt. Das hat bisher nämlich noch niemand geschafft. Genau, das Schloss soll nämlich verkauft werden. Und wer kauft schon ein Schloss, in dem es spuken soll? Wir verbringen also eine Nacht darin, stellen fest, dass es nicht spukt und werden weltberühmt. Und was ist, wenn es doch dort spukt? Ach, nun mach dich doch nicht lächerlich, Bernd. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es Geister gibt. Du siehst einfach zu viele Filme. Was? Fünf! Guten Tag, ich bin Igor, der Hausdiener. Was wünschen Sie? Ach so. Hallo. Das da drüben ist Chili, neben mir, das ist Bernd und ich bin Briegel. Wir sollen hier dem Spuk ein Ende machen. Dem Spuk, wir, ein Ende. Er hat keinen Humor. Wir wollen hier übernachten. Ah, helfen Sie mir! Bitte, helfen Sie mir! Ja, gut! Wenigstens haben wir es hier gemütlich! Ja, ich glaube, das wird ein Kinderspiel! Wenn die Kinder sich nicht vor Angst in die Hose machen? Igor? Ja, Meister? Fünf! Wir hätten gern drei Kamillentee. Komischer Kauz, was? Ja, egal. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ach was, Berndi, was soll denn schon passieren? Nun... Ein kopfloser Ritter könnte durchs Zimmer schweben. Ich bitte dich, Bernd! Wo nimmst du nur immer diese Ideen her?
von der Insel. Moment des Horrors unnötig lange in die Länge zu ziehen. Und um meine Miete zu zahlen, folgt jetzt etwas Reklame. Sind Sie mit Ihrem Leben unzufrieden? Sind Sie deprimiert? Spielt das Schicksal Ihnen öfter böse Scherze? Sind Sie unzählige Male schon der Dumme gewesen? Ja. Werden Sie oft wegen Ihres Äußeren gehänselt? Scheinen Sie immer Pech im Leben zu haben? Ja, genau. Und wenn Sie dann doch mal Glück haben, passiert dann garantiert etwas ganz Schlimmes direkt danach? Absolut. Genau so ist es, ja. Haben Sie einen zu kastigen Körper und viel zu kurze Arme? Ist das oft ein Problem für Sie? Definitiv. Ja, richtig. Ja, dann können wir Ihnen leider auch nicht helfen. Aber wenn Sie Spaß an Ping-Pong haben, gibt es jetzt etwas ganz brandneues. Jetzt gibt es Ping, das erste Ping-Pong-Spiel, das man ganz alleine spielen kann. Ping, und der Tag wird klasse. Hier, Bernd, hier haben wir auch eins mitgebracht. Ping. Ja, das macht Spaß. Ich hasse euch. So, das war die Verbraucherinformation. Und jetzt geht es weiter mit dem Geisterschloss. Ihr könnt den Film jetzt weiterlaufen lassen. Und hört mit dem verdammten Blitzen auf. Entschuldigen Sie, dass die Saaltüre klemmt. Die Scharniere sind ein bisschen rostig. Ah, danke, Igor. Tja, aber wo ist Bernd? Und woher kam dieses Lachen? Der Sarkophag. Ah!
Irgendetwas hat mich gepackt und eingewickelt. Als wäre ich ein ordinäres Pausenbrot. Moment mal! Das sind ja nur einfache Mullbinden. Na, sind wir ja gespannt. Das ist nicht mal ein echter Sarkophag. Hier, Eigentum der Spuk und Grusel Film GmbH. Das ist eine Requisite. Und da ist schon ein Lautsprecher. Na siehste, bitte, da kam das Lachen her. Auf her. Moment. So, das ist besser. Okay, ich war das mit dem Spuk. Ihr habt gewonnen. Tja, ich wollte nicht, dass das Schloss verkauft und in ein Golfhotel umgebaut wird. Und warum nicht? Tja, weil ich hier meine größten Erfolge gefeiert habe, bevor ich pleite ging. Draculas Neffe, die späte Rache der Mumie und das Spukschloss im Gruselwald. Ja, ich bin Igor van Humpling, der Schauspieler. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, Geister oder abgehalfterte Schauspieler. Ich kann mich erinnern, ja, ich habe die ganze Sammlung auf DVD. Bitte, bitte, könnten Sie mir nicht ein Autogramm geben? Autogramm? Da muss ich mal gucken, ob ich noch eins hab. Moment. Ha! Du hast Glück, ich hab noch 10. Da! Ja, und du auch. Ja, und oh, dir auch welche. Da! werdet ihr mich jetzt verraten? Keine Sorge, wir behaupten einfach weiter, dass es hier spukt. Sie haben uns ja auch prima an der Nase herumgeführt. Mit dem Genuschel, den falschen Zehen und dem Buckel erst. Buckel? Welcher Buckel? Ich würde eines noch mal genau wissen gerne. Wie haben Sie denn das gemacht mit diesem kopflosen Ritter? Ritter? Welcher Ritter? Seltsam, aber genau so steht es geschrieben. Und die Moral von der Geschichte: Leg dich an mit Geistern nicht. Hört mal, Jungs. Ihr solltet nach meinem Lachen abschalten. Jetzt habt ihr auch noch meinen Abgang versaut. Vielen Dank. Ich bin in meinem Verlies. Jawohl. Dilettanten.